Lock, 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 lock. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Bin mal unterwegs, wieder mal unterwegs. Großes Elend passiert. Und das muss ich nun korrigieren. Was für ein Elend, zeige ich Ihnen gleich. Ich habe mir vor ungefähr 4 Monaten ein paar neue Schuhe gekauft, Sportschuhe, und habe nicht richtig gekauft. Schuhe sind prima, bequem, alles wunderbar, aber schauen Sie mal. Ein Loch und das nach 4 Monaten. Ja, und jetzt würde ich sagen, wenn Sie wollen, Zeit und Lust haben, begleiten Sie mich, ein paar neue Schuhe zu kaufen. Ich habe mir einen Experten mitgenommen, der hat sogar eine Kundenkarte für das Geschäft, Sportgeschäft, und da bekomme ich jetzt die Schuhe billiger. Schauen wir mal. Wir sind jetzt nicht im Zentrum Europas, sondern im Europa-Zentrum. Man lässt mich überall durch, anscheinend mit meiner Maske habe ich irgendwo Vortrittsrecht. Wahrscheinlich nicht richtig. Hier stimmt die Größe nicht. Preise nicht für einen russischen Rentner mit 8.500 Rubel Rente. Ne, wenn ich 8.500 Euro Rente hätte, dann würde ich mir die kaufen. Aber muss ich nicht haben. Ich brauche es preiswert. Mhm. Da. Ja, das ist schon. Aber die ich anhabe, schauen Sie mal, die haben nur 2.500 gekostet. Naja, haben aber auch nur 4 Monate gehalten.
Weiß geht gar nicht. Da muss man zu viel putzen. Und die sehen nach einem Monat schon nicht mehr schön aus. Also schwarz oder grau. Also ich schalte jetzt mal kurz die Kamera aus, damit ich zielgerichtet gucken kann. Ich melde mich gleich wieder. Naja, ich probiere es mal an, um die Größe festzustellen. Größen sind in Russland ein bisschen anders als in Deutschland. Ist jetzt die Größe 43. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Normalerweise habe ich in Deutschland 42. Wenn ich sonst hier mal Schuhe gekauft habe, habe ich 41. Und jetzt habe ich 43. Das ist völlig egal. Hauptsache es passt. Ja. Und der ganze Spaß kostet 4.599 Rubel. Und dann gibt es noch von der Skonto-Karte. Weiß ich auch noch nicht, wie viel. Oh. Na, was ist? Kaufen wir? Kupim. Kupim. Dass wir das Elend noch sehen. Ja, schon nach 4 Monaten. Und jetzt habe ich mir eben Schuhe gekauft ohne dieses Netz. Schauen wir mal, wie lange die halten. Ich habe fast um die Hälfte billiger noch ein paar andere Schuhe gefunden. Ich bin ja immerhin russischer Rentner. Mit meinen 8.500 Rubel komme ich ja nicht weit. Schauen Sie mal. Ich zeige gleich nochmal. Wie sagt man in Russland? Klasner. So, jetzt geht's ab zur Kasse. Es ist in Kaliningrad das größte Geschäft, was wir haben, für Sportbekleidung, alles Mögliche. Männer, Frauen, Kinder, alles da. На 300 рублей скидочка проходит, 2000 бонусов по акции вам возвращается. Не, не надо. Спасибо. Почему? Там скидка и 2000 бонусов по акции. Вы можете носки взять себе для спорта на каждый день. Как раз там 300 рублей 6 пар. Вот сейчас акция тут проходит. Вам все берут у нас. Ну, ничего не понял. Не надо, ничего не надо. Ну вам что-нибудь нужно, если писал, чтобы я вам списала максимально скидку, вам начисление ваше. Там вот так начисление будет. 2000. Это у вас еще как бы бонусы не сгорают. Да. Ну конечно, там выгодно получается. Все берут, а вы говорите, не надо. Тебе носки нужны? Носки? Да. Вот такие могу предложить. Возьмите себе черные, серые, белые. Черные, черные. Черные, да? Хорошо. Да. А серые не носите? Нет, серые не надо. А черные. Размер у вас какой? Как кроссовки. А, это все, я поняла. Они, короче... Есть еще вот такой оттенок мужчина. Нет, черные. Черные, как моя душа. Короче,
тут сейчас получается, ты если набираешь 300 рублей, на скидке по факту бесплатно, у меня еще дополнительные бонусы, а скидки так и так будут, короче. То есть на скидке бесплатно получается. Ну, отлично. Почти. Ничего бесплатного нету, но... Ich habe kein Wort verstanden, aber ich soll jetzt noch zwei Paar Strümpfe mitnehmen. Die sollen kostenlos sein und dann gibt es nochmal Punkte und was weiß ich nicht alles von mir aus. Für mich absoluter Stress, irgendwas einzukaufen. Brot und Butter geht ja noch, aber Bekleidung, das ist einfach nur Stress. Ja. Да, да. Карта будет оплата наличными? Карта. Терминал готов, проводим оплату. Угу. So, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Also ein paar Schuhe für 2499. Dann hat man mir noch 9 Paar schwarze Socken mich dazu überredet. Macht dann zusammen 3000 Rubel. Dann habe ich das Konto bekommen und habe insgesamt bezahlt 2000 Rubel. Ja, Mann, auch schätzbar. Schätzt? Also Korrektur, nicht 9 Paar, sondern nur 6 Paar. Aber ist egal, 6 Paar. Ja. Tolles Geschäft. Gut. Alles verstanden. Wenn ich zu Hause bin, dann schreibe ich das nochmal alles auf, wie das abgelaufen ist. So, und jetzt haben wir uns einen Kaffee verdient oder ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ja. Dermaßen gestresst, dass wir jetzt erstmal zum Mittagessen gehen. Das Restaurant heißt Papa Bäsche, also Pizzeria. Einer der besten in Kaliningrad.